Was geht, Jeremy? Welcome back, Boys, zu Tag. Digga, jetzt bin ich überfragt. Wir haben 53 oder so? Nee, 54? Ich weiß es nicht, Digga, ich kann nicht zählen, ich bin ein bisschen blöd. Aber das ist scheißegal, weil heute steht Rücken an. Und darauf habe ich ultra Bock, Digga, ultra Bock. Und worauf ich auch richtig Bock habe, ist den Crank Pump Pro. Vor allem im Geschmack Strawberry Kiwi, denn Strawberry Kiwi ist der geilste Geschmack, den ich euch allen empfehlen würde, euch zu kaufen mit dem Code Jeremy, weil mit Code Jeremy kriegt ihr auf 10% Rabatt, der Geschmack ist richtig geil und der Crank Pump Pro ist der beste Pump-Booster. Gut, das war's mit meiner ultra professionellen Werbung. Nee, for real, Crank Pump Pro kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Wer einen guten Pump im Training haben will, ist absolut geil, ist der beste Pump-Booster, den es einfach gibt. Und mit dem Code Jeremy spart ihr wirklich darauf 10%. Also spart ihr darauf 10% und unterstützt mich, diese Videos auch, also auch noch korrekt dazu. Aber, das reicht mit Werbung, jetzt wird sich nämlich dieses Ding hier geballert und ihr wisst, ich habe ja immer gesagt, ja, zu trinken ist für Pussys, Dreiskuppen ist the real shit und, warte mal, boah, das ist so geil, wenn das aufpoppt. Erstens das und zweitens, in der Prep merke ich jetzt wirklich, ich genieße alles. Wenn es ein bisschen süßer, ein bisschen Geschmack hat, ein bisschen irgendetwas ist, was nicht essen und Wasser trinken ist, mag ich es. Mag ich es ziemlich gern. Und daher trinken wir den Booster auch und Dry Scoop mir nicht, weil ich so einfach mehr davon habe. Mehr was im Mund, was zum Trinken. Jeder von euch, der schon mal eine harte Diät gemacht hat, weiß, fühlt, was ich meine. Also, Prost. Wir starten direkt rein hier mit dieser Row. Das ist eine alte, man sieht es schon. Ich glaube, ihr seht schon an dem, was ihr hier seht, das ist so eine Oldschool-Maschine. Und ich persönlich bin ein richtiger Fan von allgemein so Oldschool-Maschinen. Das Ding ist einfach ein fettes Ding, ist ein stabiles Ding, ist nicht so irgendein neues Techno-Gym-Gerät, welches auf möglichst schön aussehen, ausgerichtet ist, bla bla bla. Ist einfach eine fette, geile Maschine für den Rücken. Und das, was wir brauchen, denn wir wollen einen fetten, geilen Rücken, Digga. Nicht mehr, nicht weniger. Alter, das war gut, war ungelogen. Das war geil, diese Maschine, die spürt man richtig gut im Rücken. Und was hier auch noch geil ist, ihr seht, das Ding hier ist nicht einmal nur gerade, wie es nach hinten geht, sondern es hat so eine Bewegung, es ist so eine kreisförmige Bewegung, wo wir somit noch besser in den Rücken reinziehen können und das ganze Zeug noch besser spüren und noch geiler ist. Das ist wirklich crazy, Alter. Also, ist schon mal ein wirklich guter Start ins Training rein. Ich hab so das Gefühl, es wird von jetzt an nur noch besser. Alter, boah, das war geil. Worauf ich aber hier
Worauf wir aber hier achten, ist, dass wir die Arme schön auch abgespreizt haben, weil das ist eine Mid-Back-Row, wo wir auch schön den Mid-Back, den mittleren Rücken treffen wollen und nicht den Latt. Weil wenn wir jetzt irgendwie das so greifen würden, dass wir den so ziehen, dann würden wir den Latt treffen und wir wollen, den Latt machen wir nachher, weil der Latt ist sehr wichtig, weil ohne Latt sind wir so, und das ist halt nicht geil. Wir wollen einen fetten Latt, aber wir wollen auch einen fetten, breiten, dicken Rücken haben und die Übung ist für einen dicken Rücken. Daher ziehen wir sie so weg, also weg vom Körper ungefähr so 90 Grad oder so. So ungefähr soll das sein und so soll jede Zugbewegung, also jede Row-Bewegung, wo ihr den mittleren Rücken treffen wollte, ist genau so, ist genau gleich. Die Fornata Tibor Row, die wir hier haben, ist absolut crazy. Es ist wirklich eine richtig geile Maschine. Ich kann die meisten Tibor Rows halt nicht mehr machen, weil ich Pectus Excalibur habe. Das heißt, ich habe hier so eine Trichterbrust. Und daher ist es sehr schmerzhaft und auch nicht gesund. Also ich kann die meisten Tibors nicht machen, so. Aber weil das Pad hier irgendwie so gut ist, geht es mir ja auch perfekt. Und außerdem ist sie auch noch richtig gut mit den Griffen, die sich bewegen. Also es ist einfach eine richtig geile Maschine. Und die ballern wir jetzt. Alter, und sie ist schwerer als ich gedacht habe. Nee, aber boah. Ich lieb's wirklich an so Maschinen zu trainieren, weil man merkt es wirklich beim Trainieren an der Maschine, ob diese Maschine gemacht worden ist, damit irgendein Bodybuilder dran trainieren kann und möglichst geil dran trainieren kann, möglichst viel Spaß an der Maschine, möglichst gut Muskeln erfordern in dieser Maschine. Oder ob es irgendjemand die Maschine gemacht hat, um ein bisschen Geld zu verdienen. Natürlich, jeder will Geld verdienen, ist ein Business, klar, aber bei vielen Maschinen, vor allem so Hotel-Gym-Geräten, oder man merkt, da ist viel auf Ästhetik geguckt, dass es schön aussieht, die Maschine, dass es so ist oder das für einen Anfänger da, bla bla bla. Alles nur diese Drecksscheiße, die irgendwie dann im Verkauf dir 10 Euro mehr gibt, aber dafür hat keiner Bock dran zu trainieren. Und das liebe ich an so solchen Maschinen von Marken wie Panatta. Ist crazy. Scheiße, anstrengend, ist geil. Aber wir checken mal den Pump aus. Ich probiere mal, Alter, boah. Kennt ihr das, wenn man sich so am Rücken selber hinpasst? Wo man einfach so diese Masse spürt? Diese Dichte spürt, Alter. Ich freue mich jetzt schon auf den Pumpcheck. Wir machen, wisst ihr was? Wir machen einen Mid-Workout-Pumpcheck nach der nächsten Latte-Übung. Weil wir nach dem Training, eigentlich, wenn das Training fertig ist, machen wir nach Rücken, kommt dann noch hintere Schulter und Bizeps. Und dann ist der Rückenpump schon wieder ein bisschen schwächer. Dann machen wir einmal während des Trainings einfach so einen Pumpcheck. Nach dem Rückentraining halt. Wir haben, glaube ich, noch eine oder zwei Latteübungen. Ich glaube, es sind nur eine. Und danach gibt es einen Pumpcheck. Genau. Digga, machen wir einfach. Scheiß drauf. Pullovers. Alter, das ist so eine richtig geile Übung. Ich liebe die, weil das Ding, auch wenn die nicht krass aussieht so auf Cam,
ich spüre die unglaublich gut im Latt. Und wenn man die richtig ausführt, dann spürt man die auch, spürt die auch jeder unglaublich gut im Latt. Ich kriege oftmals von Leuten so Feedback zu der Übung, so, yo, ich spüre die nicht im Latt, die Übung funktioniert bei mir nicht. Aber der Grund dafür ist, dass sie die Übung halt einfach noch nicht können. Die haben noch keine Mind-Muscle-Connection, weil wenn ihr das hier nicht könnt, dann lasst ihr einfach Gains auf der Strecke liegen. Dann holt ihr nicht alles aus eurem Training raus, was ihr rausholen könntet. Weil eine Mind-Muscle-Connection ist wichtig, ein gutes Muskelgefühl zu haben ist wichtig, weil dann könnt ihr genau so eine Übung machen und mit der einiges auch aufbauen am Muskeln, weil ihr eben genau den Rücken richtig kontraktieren könnt. Wenn ihr es aber nicht könnt und dann einfach am Rücken irgendwie vorbeizieht, dann bringt die Übung natürlich nichts. Also, das ist, was ich zwar schon sehr lange preache, aber trotzdem nochmal gesagt werden muss. Nur schwer macht schwer. Ja, das stimmt. Aber in Kombination mit einer Übung, mit der man einen geilen Squeeze rausholt, ein gutes Muskelgefühl hat und schön Fokus geben kann, und dann kann man von mir aus auch weniger Gewicht benutzen, ist der Key to Success, ist der Weg zum meisten Erfolg. Alter, ist das geil. Fuck, ich habe schon so lange keine gute Low Row mehr gemacht. Und die Maschine ist so OP. Alter, macht die Bock, Digga. Ah, genau, für alle, die nicht wissen, was das für eine Maschine ist und für die denken, die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, da ist eine Low Row. Also für den Latt, weil wir sind nah am Rücken und wir ziehen nicht so von oben nach unten, nicht gerade, sondern von unten mehr nach oben. So treffen wir den oberen Latt und natürlich haben wir hier auch noch ein bisschen Traps und so dabei, aber es ist eine unglaublich gute Übung und an jeder von euch, der eine Low Row, speziellerweise so eine Low Row in seinem Gym hat, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Weil ich hatte die davor, in dem Gym, wo ich davor war, hatte ich so eine Maschine nicht, darum konnte ich sie leider nicht machen. Aber es ist geil. Und das ist unertrieben. Geil ist unertrieben, Digga. Fuck it, Digga, wir machen hier einfach mitten auf der Fläche einen Pump-Check, aber ich muss die Kamera noch ein bisschen so machen, dann seht ihr meine Fresse sogar. Ich weiß noch nicht, ob ihr das wollt, aber ihr müsst jetzt einmal, Digga, Pech gehabt. Alter. Also, was ich da spüre, ist schon mal krank, also wirklich. Und mit krank meine ich nicht ein bisschen gut, sondern ist crazy. Aber wir gucken mal rein. Von vorne sieht das Ganze schon mal so aus, aber wir haben Rücken, also checken wir den Rückenpump aus.
Also ja, ihr müsst mir jetzt sagen, wie das aussieht, weil ich sehe hinten nichts und ich habe hier nicht mal einen Spiegel, aber es fühlt sich absolut geisteskrank an und ich habe das Gefühl, es ist crazy und das gefällt mir. Aber ich spüre auch, wie hier der Latz so rauskommt. Das ist so geil, ne? Wir haben noch eine Doppelbizeps raus. Bam. Ja, also die Form zieht auf jeden Fall an. Wir sind hier natürlich jetzt ein bisschen voller Wasser, weil Ernährung und so, ich esse viel Salz und wir sind auch mitten in einem Training und naja, also wir sind halt einfach voller Wasser, Digga, da kann man, können wir nichts ändern. Aber auch die Vaskularität und alles, also die Prep ist aktuell gerade wirklich, sie fickt mich, also bin ich euch ganz ehrlich, jetzt schon ziemlich, dass ich habe wirklich Hunger und so, also ich habe wirklich Hunger jetzt auch und die Trainings werden wirklich auch massiv härter. Das heißt, die Trainings sind nicht mehr so, oh nice Training, jetzt ein bisschen ballern, sondern jetzt müssen wir hier reingehen und hart arbeiten. Wir haben zwar keine Energie, aber es muss alles gegeben werden. Das ist mehr so die Mentality, die ich im Moment fürs Training empfinde, aber das gehört dazu. Und das ist vor allem auch der Punkt, wo die meisten dann sagen, oh, das ist mir zu hart, oh, das ist nicht geil, oh, das macht keinen Spaß, ich gebe jetzt auf. Wir geben aber nicht auf, weil wir sind keine fucking Fotzen. Und ja, weiter geht's jetzt mit hinterer Schulter. Yeah. Reverse Fly ist abgehakt, das heißt, die komplette Rücken haben wir gemacht. Jetzt machen wir noch Bizeps. Alter, die Bizepsmaschine ist aber gut, Digga. Fühle ich. Das ist sowas, was man normalerweise nicht irgendwie im Gym sieht. Wir haben nämlich hier einen Kabel, so, also so Curl, also ihr checkt, glaube ich, was ich meine. Aber dadurch, dass wir es halt an einem Kabel machen und nicht mit einem Kurzhalter, haben wir so eine gute Spannung über die komplette Bewegung vom Anfang bis zum Ende und wieder zurück, dass sich das richtig geil anfühlt und auch wirklich gut für Muskelaufbau ist. Oh.
Alter, wenn ich jetzt noch irgendwelche Energie in meinem Leben übrig hätte, dann würde ich euch jetzt erzählen, wie geil diese Maschine ist, denn sie ist wirklich, ja, denn sie ist wirklich geil. Aber ich bin so tot, ne? Alter, ich freue mich unglaublich jetzt, dass der nächste Satz der letzte Satz ist. Ihr glaubt mir das nicht. Und das ist eigentlich, ist krass, weil ich im Aufbau Arme immer geliebt habe, vor allem Bizeps, aber jetzt bin ich froh, dass gleich vorbei ist. Okay, ich muss auf fairerweise zugeben, dieser letzte Satz war gut. Der letzte Satz war geil, hat sich gut angefühlt. Der Bizeps ist aufgepumpt. Jetzt gucken wir noch kurz mal die Arme an. Und dann verpissen wir uns nach Hause. Hier wären wir. Digga, diese alter Junge, diese Maskularität. Ich hatte das noch nie, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, aber ist auf jeden Fall crazy, ist auf jeden Fall crazy, Alter. Ich will hier die Cam noch so ausrichten, dass sie möglichst crazy aussieht. Beziehungsweise so zu cheaten, dass wir möglichst gut aussehen, Alter. Die Arme sind halt, sie sind halt kleiner, ne, ist klar. Aber dafür sind sie ziemlich definiert jetzt langsam. Okay, komm mal. Pumpcheck. Let's go. Dieses Wasser, was hier ist, das ist so ehrenlos. Wisst ihr was? Ich gehe zuerst mal pissen. Und dann gucken wir, ob es dann besser aussieht. Also, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall tausendmal besser nach dem Pissen. Mal schauen, ob die Physik auch besser aussieht. Also, wäre natürlich geil, wenn ja. Hier ist das Licht ein bisschen. Wir müssen eigentlich ein bisschen weiter hier hinten stehen, aber da kann ich nicht stehen, weil da ist dieses Ding. Alter, wir sind schon langsam wirklich shredded, ne? Also, man kann diese Schulter stretchen, man kann sagen, was man will. Aber der Körperfett sinkt auf jeden Fall. Jetzt noch eine Back Pose, weil wir ja Rücken trainiert haben. Ich probiere irgendwie ins Licht zu kommen. Ich schaff's nicht. Egal, ihr seht's, Alter. Psch. Digga, die Form ist auf jeden Fall krass. Alter, man kann, also wirklich, das ist so etwas von den einzigsten Sachen am Tag, was mich dann auch wirklich so glücklich macht, weil ich habe halt null Energie. Das ist klar, also Energie ist komplett weg in der Prep. Aber wenn ich dann in den Spiegel guck mit einem Pump und das Ganze so aussieht. Dann fühlt sich das schon gut an. Ah ja, das lassen wir an dieser Stelle. Ich baller mir jetzt IsoClear und an dieser Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, Alter, nach dem Training ist es unglaublich wichtig, dass ihr direkt eure Protein-Stack direkt nach dem Trainings Proteins reinkriegt. Das könnt ihr natürlich machen, indem dass ihr euch Küche mit Reis Meal Prep, das dann direkt nach dem Training kalt esst, oder ihr macht auch einfach auf ultra entspannt einen IsoClear und sippt den. Aber wo IsoClear im Moment gibt es 20% auf alle Proteins
Also mit dem Coach Jeremy kriegt ihr 20% auf Isoclear. Gönnt euch das und dann gönnt euch die Gains, die ihr dadurch saved. Und somit würde ich sagen, peace out.